Nachhaltigkeit im Pflanzenbau bedeutet, verantwortungsvoll mit Nutz- und Wildpflanzen umzugehen und ihnen optimale Wachstumsbedingungen zu geben. Es bedeutet weiterhin, Wasser und Luft nicht negativ zu beeinflussen, die Artenvielfalt aktiv zu unterstützen. Ackerrandstreifen und Hecken, Bäume und Wasserflächen sind Rückzugsgebiete für Wildtiere und Pflanzen, deren Bedeutung für künftige Generationen wir heute oft noch nicht kennen. Organisation im Betrieb beißt sich ein bisschen mit Abwechslung in die Landschaft bringen. Ich habe aus arbeitswirtschaftlichen Gründen so gelöst, dass ich immer blockweise Kulturen in die Flur bringe. Das hat natürlich zur Folge, dass der Flur relativ eintönig ist. Und ich muss dann praktisch Ausgleichsmaßnahmen ergreifen. Das schafft er schon ein bisschen im Grenzbereich mit meiner Organisation, weil ich relativ stark den Fokus auf Arbeitswirtschaftlichkeit lege. Vor 3 Jahren haben wir ein Projekt auf den Weg gebracht mit dem Titel Runder Tisch Artenvielfalt, in dem wir alle Landwirte, alle Imker, die hier in der Gegend sind, alle Jäger, alle Umweltschützer an den Tisch gebracht haben und haben hier ein Projekt umgesetzt, um die Artenvielfalt zu fördern, das Niederwild, die Insekten, die Wildinsekten und auch den Interessen der Umweltschützer entgegenzutreten und habe hier 10 Hektar in Form dieses Projektes umgesetzt und habe hier entsprechende Blühpflanze und Wildesungspflanze ausgebracht und habe hier auch Multiplikatoren gefunden nach außen. Also wir sind hier ein bisschen das Epizentrum, was Förderung der Artenvielfalt anbelangt und jetzt in die Nachbargemeinde habe ich in ähnlicher Form hier Projekte auf den Weg gebracht und es ist ganz schön mit anzusehen, wenn man hier eine Vorreiterrolle hat, spielen können und die anderen sich ein bisschen ein Beispiel nehmen und das auch umsetzen. Das sind besondere Leistungen, für die Landwirte Flächenprämien erhalten. Und Vorteil eben von so größeren Betrieben ist, dass sie dann auch mal Ecken stilllegen können beziehungsweise mit solchen Produktionsformen belegen können, wo andere gar nicht dran denken. Wenn man zum Beispiel so Dreiecke oder Keile nimmt, wenn man Waldränder nimmt, das macht für einen Betrieb meiner Größenordnung flächenmäßig keinen großen Punkt aus, ist infolgedessen umsetzbar und eben man kann den Betrieb darüber auch wirtschaftlich etwas stabilisieren, ist ja ein zusätzliches festes Einkommen. Gute Erträge auf Äckern und Grünland erreicht man mit gut versorgten und gesunden Pflanzen. Die Landwirte setzen dabei unter anderem auf gezielte und differenzierte Düngung. Durch nachhaltige Pflanzenschutzmaßnahmen, durch mehrgliedrige Fruchtfolgen, den Zwischenfruchtanbau oder durch intelligente Bodenbearbeitung können Krankheiten und Konkurrenz vermindert werden. Konventionelle und ökologische Landbewirtschaftung unterscheiden sich dabei deutlich in der Wahl der Mittel. Wir haben ja Anbaukonzepte. Und wir als Konventionelle verlassen uns eben auf das Spritzen. Das heißt, wir versuchen, Unkräuter zu vermeiden, damit die Kulturpflanze entsprechend Raum zum Wachsen hat. Wir versuchen, die Kulturpflanze gesund zu halten, damit sie Ertrag und Qualität bringt. Und dafür brauchen wir Spritzen. Wenn ich Pestizide ausbringe, also Pflanzenschutzmittel ausbringe, da bleiben Rückstände übrig, also dann reichere ich am Boden irgendwas an oder belaste die Umwelt oder belaste Pflanzen und Tiere. Das war für mich eigentlich schon gar nicht ein Ding, wo gar nicht geht. Weil wenn man spritzt und Kunstdingern, das gehört einfach nicht dazu. Und man kann es eben, wie man sieht, bei uns auch anders betreiben und es funktioniert optimal. Biolandwirte arbeiten in der Regel mit längeren Fruchtfolgen und versuchen so, den Krankheitsdruck zu mindern. Pilzkrankheiten wie Fusarium im Getreide und Kohlhernie im Raps können so bekämpft werden. Im Ackerbau ist es für mich wichtig, dass ich eine möglichst vielseitige Fruchtfolge habe, dass sich keine Krankheiten sich aufschaukeln können. Wenn ich halt jetzt immer wieder wechselnde Früchte habe, Leguminose zwischendrin habe, Kartoffel zwischendrin habe, Sonnenblumen, Soja, das sind alles Früchte, die keine Fusarium vermehren. Dann habe ich mein zweijähriges Kleegras, wo ich sowieso wieder eine Unterbrechung reinkriege. Dann baue ich Zwischenfrüchte, die auflockern, die dagegen wirken. Da baue ich dann halt auch Leguminosen. Und wenn ich einen schönen Bestand habe und den also jetzt ordentlich bewirtschaftet habe zuvor und schön richtige Saatstärke, das alles optimal versuche und ich kriege dann einen gescheiten Bestand,
zusammen, dann hat der von Haus aus eine unterdrückende Wirkung. Ich habe mal was von Fruchtfolgen gelernt und ich habe es beim Studium auch gehört und die halten wir ein. Also wir bauen zum Beispiel Raps frühestens alle 4 Jahre, besser alle 5 Jahre noch an. Da gibt es in anderen Gegenden andere Fruchtfolgen, also Weizen, Weizen, Raps und wieder Weizen, Weizen, Raps oder Raps, Weizen, Raps. Würde es für mich nicht geben, brauchen wir uns nicht wundern, dass wir Kohle nicht haben. Nachhaltiger Umgang mit Pflanzen heißt dafür zu sorgen, dass Nutz- und Wildpflanzen sich standortgerecht und gut entwickeln können.